Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 96 vom Star-Sektor mit dem Mod Ironclad. So, jetzt ist es richtig. Und wir wollten irgendwo hin. Gucken wir gerade auf die Karte. Ich glaube, hier zu Military Outpost wollten wir hin. Fliegen wir doch da mal hin. Okay, rauszoomen geht nicht, reinzoomen geht. Da ist der Military Outpost auch schon. Fliegen wir da mal hin und gucken uns da mal an, was da so geht oder nicht geht. Da geht schon mal nichts. Wir haben ja auch nichts bei, außer dieses hier. Und ja, Heavy Beamer. Ja, hier können wir unsere Schiffe noch ausrüsten, wahrscheinlich mit den besten Waffen, die es auf dem Markt gibt, in dem Moment bei dieser Rasse. Okay. Aber die haben wir schon eingebaut. Das ist die Frage, ne? Hier wird es wahrscheinlich für zwei nichts geben. Sieben ist das kleinste. So, das war verkehrt. Hier geht. Ah. Ja, ist auch nichts Besseres da zu kriegen. Okay. Gut, dann ist das hier auch erledigt. Dann können wir eigentlich direkt zum Sprungtor hin. Leave. Und zu dem Sprungtor. Da unten ist das andere. Ne, dann können wir auch zu dem fliegen. Was war das hier noch? Mit Supply Depot, ja. Gut, dann fliegen wir dahin. Wir haben jetzt nichts in Anführungsstrichen da drin, außer kraftstoffmäßig was. Und supplymäßig, das heißt, wir fliegen jetzt wieder zu Lomonosov zurück. Irgendwie kommt es so vor, als ob man gar nicht ans Ziel kommt momentan. Aber da ist das Ziel. Hyperspace hinein. Und dann noch dort. So. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Industrial Equipment gemacht, Fuel gemacht. Da ist das Nachbarsystem, dann sind wir gleich schon am Ziel. So, dann dort hinein. Gut geklappt. Zu unserer eigenen Station hin, die ist dort, falsche Richtung sogar geflogen. Ich hätte gedacht, die wäre unten, ist aber oben. So. Die wollen wir doch mal endlich mal angreifen, oder? Die haben hier nichts zu suchen. Die haben bestimmt gerade unsere Station beklaut, oder? Ah, du glaubst es nicht hier. Let them go. Ja, hat trotzdem nicht funktioniert, ne? Jetzt wollten wir mal wen angreifen und dann geht das auch noch nicht mal, ne? Sowas. Schade. So, da ist unsere Station. Kommen wir an. Da herein. Das nehmen wir mit und das auch. Ja, der Rest ist schon alles prima. Fuel ist ein bisschen knapp. Supplies ist okay. Leave. Wo ist die andere Station? Da fliegen wir dorthin. Buy or sell. Industrial Equipment verkaufen wir mal ein bisschen. Gut. Erfahrungspunkte auch für gekriegt. Ja, hier kommen wir dann raus. Gucken wir da noch an. Hier können wir noch ein bisschen kaufen, glaube. Besser ist das. Confirm. Tja, die würden wir hier jetzt mit 60 verkaufen. Tja.
Nee, das machen wir natürlich nicht. Leave. Dann fliegen wir wieder in ein Sprungtor, welches sich momentan hier befindet. Aber wir könnten gerade noch den Abstecher zu unserer Station machen und noch was aufnehmen, ne? Da ist bestimmt noch was fertig geworden, oder? Nee, doch noch nicht. Guck mal. Da, jetzt aber. Die nehmen wir noch mit. Confirm. Leave. Und jetzt zum Sprungtor. Ah, das war die falsche Taste. Die Tab-Taste wollte ich. Und auf geht's dorthin. So. Dann müssten wir nach Zentronom fliegen, um die Low-Tech-Komponenz loszuwerden. Stellt sich die Frage, ob hier irgendwo anders was wäre, ne? Nexus, die machen Mineralien. Wir können ja mal hier vorbeifliegen und dann nach da oben. Mal was anderes machen, ne? Fliegen wir dahin. Okay. Auf die Karte geguckt. Wir sind hier am Sprungtor. Und da oben gibt es eine Station. Shipyard. Gucken wir da mal rein. Aber die wollen bestimmt keine Low Components haben. Tatsächlich doch. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Gut, da haben wir das noch verkauft. Wir könnten hier Industrial Equipment kaufen, ne? Aber das wollen wir gar nicht, oder? Doch, kaufen wir. Wir haben eine halbe Million fast. Ja. Weiter. Und weiter. So, jetzt haben wir nur noch 808, aber wir haben auch nicht mehr so viel frei. 495. Aber wir müssen noch Dingens tanken. Sag schon, Fuel. Kaufen wir das da raus. Und hier müssen wir noch mal ein bisschen nachkaufen. Ja, confirm. Raus. Leave. Was ist das hier? Financial Center. Ach, brauchen wir auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Supply Depot. Und das hier ist ein Automatic Storage Facility, okay. Der ist wohl zu klein, der Gegner da unten. Dann fliegen wir ins Sprungtor. Und dann ab da lang. Und dann dahin. So, speeding up time. Gucken wir zu, dass wir Industrial Equipment da lassen. Dann kriegen wir da auch die weiteren Ressourcen im Endeffekt. Ich glaube, dann brauchen wir auch nicht mehr in irgendeiner Form was machen da. Industrial Equipment ist dann hier auch genug, was wir jetzt gerade eingekauft haben, ne? Einmal da runter. Dorthin. Oh, das war die falsche. Da müssen wir hin. Ja, das kommt jetzt dahin. Das auch. Hier das mal richtig. Das
kommt dorthin. Genauso wie das auch. Und das auch. So, richtig sortiert. Passt. Confirm. Ja. Können wir hier Leave machen. Und dein. Und wollen die was kaufen? Nein. Können wir nur exotische Mineralien kaufen? Dann müssen wir hier hin und da können wir was verkaufen. Und dann tendenziell neige ich dazu, das so zu machen. So, das verkaufen und das behalten. Confirm. Und jetzt haben wir 101.000. Kommen wir hier raus. Dann wieder zum Sprungtor hin. Was schon da ist. Dann einmal in den Hyperspace rein. Und dann gucken wir uns mal die Karte an. Da ist eine Truppe. Und da ist auch eine, die viel interessanter ist vielleicht für uns. Das da unten ist schon vielleicht ein bisschen zu schwer. Wir haben eine große Flotte, aber nicht in dem Sinne kampfbereit. Okay. Wo ist er denn? Wo ist die Truppe? Ist er da gelandet? Auf Remmo oder was? Ja, ich schätze mal, das war's dann wohl wieder. UZ. Hm. Der ist, glaube ich, auch jetzt weg, oder was? Da ist er. Kriegen wir den noch? Da ist er. Hm, ich glaube, der ist zu schnell, ne? Aber wir haben keinen Sprit mehr. Na dann, mal los. Ja. Unsere Piratenjagd hat uns hierhin gebracht. Gut. Industrial Equipment können wir hier wieder kaufen. Brauchen wir aber in dem Sinne nicht. Wir kaufen hier die 500. Kosten uns 30.000, haben wir auch noch über. Gut. Leave. Da wieder zum Sprungtor hin. Achso, wir sind ja anders reingekommen und können nur da wieder raus, weil wir noch irgendwelche technischen Voraussetzungen nicht haben, ne? Dann fliegen wir nach Lemonosov. Und da wird ordentlich produziert. Und ja, dann sind wir da. Und auf dem Weg zu unserer eigenen Station. Aber ich würde mal sagen, hier beenden wir die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.